vor dem Minimart hier in Hammerhead begrüße ich euch allesamt wieder zurück zu einer weiteren Folge von Hallo Fantasy 15, meine lieben Freunde. In Folge 45 setzen wir unsere Quest-Odyssee fort und versuchen hier in den fernen Weiten von Eos kleinste Aufgaben, Dienstleistungen und Serviceangebote zu erfüllen, um dergestalt Erfahrung, Geld und Ausrüstung zu sammeln, um dann auch irgendwann vielleicht mal für unsere Hauptstory gewappnet zu sein. Derzeit sind wir es, glaube ich, gefühlt noch nicht. Also da fehlt noch einiges, vor allem Königswaffen. Moment, dort unten seht ihr das bei den Königswaffen. Da fehlt noch die Hälfte. Und ich glaube, die müssen wir hier irgendwo auch noch finden. Und dafür machen wir uns nun jetzt auf die Reise und gucken, was es denn noch für Aufgaben zu erfüllen gibt. Es gibt ja... Was will der denn hier machen? Zeitaufträge? Nein. Aufgaben. Es gibt ja so viel. Zahlreiche Sachen haben wir schon angenommen, haben wir aber nie irgendwie näher verfolgt und dementsprechend sitzen wir hier nun vor dieser Wust an verschiedenen Aufgaben, wie zum Beispiel Metzgerträume. Achte, da wollte er, dass wir so einen Kettlebass oder Kettlepass töten. Konnte noch nicht. Ach hier, Omnibus Interruptus, das haben wir glaube ich in der letzten Folge die erste gemacht, jetzt wäre die zweite. Und die Jagd nach der Grünen, das sind so Sachen, da will man doch gar nicht erst hinterherkommen, ja? Ich weiß nicht, die schiebe ich mal ganz schnell weit auf. Hier, Sid, der macht ja unsere Waffen noch ein bisschen besser und so weiter und so fort. Was haben wir denn sonst noch? Infiltration der Formos-Basis. Wäre auch eine Option, sind wir glaube ich noch nicht wirklich leveltechnisch so weit, aber man kann es ja vielleicht auch mal wagen. So, oder? Ey, komm, wir machen das mal für Dino. Dino, der wartet auch schon seit gefühlt 13 Jahren darauf, dass wir ihm mal unter die Arme greifen. Und dann machen wir das jetzt erstmal. Habe ich das letzte Mal getankt? Bin mir da gerade nicht so ganz sicher, ob ich vielleicht nicht doch nochmal tanken soll. Komm, das machen wir. Damit wir nicht dann Gefahr laufen, irgendwann auf dem Highway nochmal stehen zu bleiben. Und vor allem, wir kriegen jetzt auch nochmal die richtig schöne Tankshow von Sydney abgezogen. Oh. Ja, so ist es richtig. Ah, ja! Okay, Jungs, reinsetzen. Nicht mehr gucken. Nicht mehr hier Stielaugen einpacken und dann gleich weiter. Gut, Tank ist voll. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Automatisch, ne? Aufgabenziel. Dahin. Japp. Das geht jetzt im Schnellverfahren durch den Ladescreen, den wir so sehr an unser Herz schon gebunden haben. Denn dieser Anblick hier, ja? Oh! Da kriegt hier nicht nur der, dieser Weibe, dieser fettwanzige Zeitungsverleger da große Augen. Selbst ich kann hier immer wieder dieser schönen Landschaft einen Besuch abstatten. Ich finde das toll hier. Aber das Angeln, das lasse ich, glaube ich, erstmal. Nach meiner eher dürftigen Angelshow bei einer der letzten Folgen, glaube ich, haben wir erstmal genug davon. Wollen wir auch jetzt nicht. Wir wollen uns Dino helfen und dadurch dann vielleicht ein wenig noch wachsen und, ja, unsere Persona zu ihm so ein bisschen verbessern, ja. Unsere Persona, wir werden so eine, die Freundschaftsbande, die werden wir jetzt nochmal schön ausbauen, modifizieren. Und irgendwann wird uns das mit Sicherheit zugutekommen. Ja, irgendwann ist ein gutes Stichpunkt, denn das braucht noch ein wenig, wie man dem Ladebalken hier entnehmen kann. Meine Fresse, das ist echt lang, ne? Okay, gut, jetzt hat er es geschafft. So. Genau, jetzt sind wir hier. Das wird ein kleiner Ausgleich zu dem Stress, den wir sonst immer haben. Moment mal. Ach so, die Quest hat man schon angenommen. Ach so. Moment, ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Wie so oft? Wir sollten hier was tun? Nee, Moment mal, was? Warte mal, Aufgaben. Was? Ich dachte, wir fallen jetzt zu Dino. Nee, die hatten wir schon aufgenommen. Okay. Wir sollen hier irgendwas sammeln oder so. Okay, gut. Machen wir. Steine sollten wir suchen. Haben wir das denn? Das haben wir schon mal versucht gehabt und gleich nicht erfolgreich abschließen können oder so, ne? Kann das sein? Na gut, jetzt kriegen wir schon hin. Immer ganz ziemlich aufsuchen hier. Ach, meine Ausdauer. Gibt's da irgendwas, um die Ausdauer zu verbessern? Fände ich ganz toll. Fände ich ganz dufte. Moment, noch ein Stückchen. Wir haben noch Schokobo, ne?
Warum nutzen wir sie nicht? Da kommt er, mein Freund. Komm, ich besteig ihn mal. So. Dann machen wir das mal ein bisschen schneller. Ich will euch ja jetzt hier nicht aufhalten. Dadurch, dass wir hier die Straße entlang laufen. So weit ist es ja nicht. Aber trotzdem. So. Und hier könnte man gleich auch gleich schon runter. Und dann kommen wir wahrscheinlich gleich in den Bereich, wo wir die Steine suchen müssen. Ich glaube, das Problem war das letzte Mal, dass wir einfach bei Nacht hier waren. Kann das sein? Dass es so gefährlich war? Irgendwas war doch da. Oder wir wurden von irgendwas attackiert. Irgendwas Bösartiges wollte uns da an die Wäsche. Willst jetzt auch wieder, aber nicht mit uns. Jawohl. So. Dem kann ich mir nur anschließen. Ich bin auch nicht der größte Insektenfreund. Wobei ich da nicht gleich mit meinem Schwert drauf einschlagen würde. Bei mir hat jedes Leben Wert. Mag's Fliege oder Mücke sein. Alles wird gerettet. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir hier irgendwo Steine suchen. Kann das sein? Ja, ne? Hier haben wir schon mal so ein Gesteinsmassiv. Dort könnte man doch vielleicht irgendwas rauspulen. Was die nur haben möchte. Das ist bestimmt wieder so ganz liederlich versteckt, oder? Ein rosa Vier sollen wir finden. Jungs, haltet mal die Augen auf. Moment, ist das eine Kiste hier auf der Karte? Was steckt noch? Kommen wir hier hoch, ne? Hoppala! Da! Eine Tupham-Rüstung. Na sowas. Was kann die? Kann die überhaupt was? Will man die ansetzen? Ich weiß ja nicht. Kann man die anziehen? Nee, ne? So, wo ist er denn? Da! Nicht wirklich geil, ne? Dieser in Niflheim hergestellt und extra verstärkte Anzug ist zu einem gewissen Grad kugelsicher, reduziert ballistischen Schaden. Wir werden jetzt aber nicht von ballistischen Geschossen attackiert, von daher können wir das auch ganz getrost einfach mal beiseite schieben. Aber wo wir hier schon beim Ausrüsten sind, gibt es hier nicht noch irgendwas anderes Cooles, um ansetzen können? Ich glaube auch, wir sind ganz gut schon dabei, ne? Er bleibt auf jeden Fall bei seinem Knöchelband. Und auch hier, ne? Er hat ein Rubinarmband. Okay, ich glaube, das kann alles erstmal so bleiben. Bis wir uns vielleicht irgendwann nochmal beim Waffenhändler oder Rüstungsschmied nochmal neu eindecken. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Denn der obere Bereich dieses Hügels fällt ja auch noch mit in den Suchbezirk. Wir können uns das gucken. Vielleicht hoch? Stimmt, ganz oben drauf, ne? Nee, da kommen wir nicht weiter. Hier vielleicht? Muss man ja echt genau gucken. Oh oh. Sahagis. Ja gut. Kein Problem für uns. Die Gefahr tilgen wir. Im 0, nichts.
Nein, das war so ein Giftgas, das sie da ausgesprüht haben. Ja, genau. So, wo haben wir sie denn jetzt hier? Die rosa Viere. Also echt zu fies, wenn sie die jetzt irgendwo hier ins Gebüsch hauen würden. Sollte ich. Aber hier! Ach, guck doch mal eine an. So, offensichtlicher hätte man es auch nicht passieren können. Gut, und ich gucke da in jede Ecke. Na gut, was soll's. Wir können jetzt, glaube ich, eigentlich wieder zurückkehren, ne? Moment. Wir kehren mal zum Legaia zurück. Das machen wir auch mal einfach mal so durch den Ladescreen. Weil wir ja da wieder auf den Highway rauf müssen. Und ich weiß nicht, wie lange wir dafür jetzt laufen müssten. Deshalb machen wir das einfach mal so. Und auch der Weg zu Dino sollte für uns, glaube ich, auch der kürzere dann sein, wenn wir den einfach mal überspringen. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt von dem Ladescreen in den nächsten rutschen. Aber was soll's? So, automatisches Fahren, Aufgabenziel zu ihm hier. Man bedenke, 9 Minuten müsste man fahren, ne? Da tun wir uns lieber das an. Auch wenn das echt nicht schön ist. Oh Gott, ey. Ich überlege gerade, in welchem Spiel ich das letzte Mal so viel geladen habe. Würde mir so gerade nicht einfallen. Wobei, es gibt natürlich Games, die haben es echt richtig fette, wenn es ums Laden geht. Nicht so ganz geil. Ich find's ja gerade so bei Open-World-Spielen genial, wenn man nicht so viel laden muss. Ist ja bei dem Spiel eigentlich auch so, ne? Das ist jetzt nur durch die Schnellreisefunktion. Wenn man nicht so faul wäre wie ich, dann müsste man das nicht über sich ergehen lassen. Aber, ja, so bin ich nun mal. Und ich lass mal gern hier die Platte in der PS4 rumschwenkern und mal hier die Daten nochmal neu aufbauen. Und deshalb machen wir das, ne? Dafür kriegen wir jetzt Informationen über das Ausrüsten von Zauber. Ist auch nicht schlecht, ne? Meine Fresse. So. Jedenfalls machen wir das jetzt und wir hauen da gleich die nächste Quest irgendwie ran. Vielleicht hat Dino ja noch eine für uns. Und so entsorgen wir so ganz langsam, aber stetig unsere Altlasten. Absolvieren Quests, die wir schon hätten längst absolvieren müssen. Ja. Ganz klar, das machen wir auch noch. Meinst du hier, Ignis, oder? Wo? Wobei, bei dem kauft man da Medizin? Ja, scheinbar, ne? Wir haben noch ganz gut. Noch hier, ne? Zutaten. Ein Design, das sich gefährliche Bestien zum Thema genommen hat. Für alle, die hinterm Steuer selbst zum Biest werden wollen. Das kaufe ich jetzt einfach. Voll die Geldverschwendung. Auch hier die Rennstreifen. Komm, ich kaufe das jetzt einfach alles, damit wir es gekauft haben einfach. Will ja sonst niemand haben, scheinbar. So, dann haben wir auch noch eine gute Tat getan. Der hat sein Monatseinkommen zusammen, der Kioskbesitzer. Und wir können nun Dino endlich den Stein bringen, nachdem er sich so lange gesehnt hat. Dann gucken wir mal weiter. Wir kriegen da wahrscheinlich jetzt irgendein Saphir-Accessoire oder irgendein Kram, den wir uns anhängen können. Auch nicht schlecht. Aber ich bin ja eher nach dem Geld und den Erfahrungspunkten wild. Und deshalb. Ach, hier gibt's auch noch eine Quest. Okay, okay. Oder wir machen die dann halt, wenn die nur nichts anderes hat. Wir schauen mal. Ach, guck mal, Nacken da. Hoho, das sind aber richtige Oschis da drin, ne? Wenn ich die mal angeln könnte. Das funktioniert leider nicht so recht. So. Dino. Aber sicher. So, Aufgabe ist erledigt. Und wir kriegen noch ein paar Erfahrungspunkte. Und haken gleich mal nach. Ja, da ist das erwartete. Also vier haben wir unter. Da sehen wir gleich. Die nächste Aufgabe wartet schon. Die nehmen wir doch direkt mal an. So. Okay, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, einen Rohrubin finden.
Ah, da wird wahrscheinlich das Suchfeld jetzt ein wenig geräumiger sein. Er hat uns ja schon vorgewarnt. Mal ganz kurz gucken. Wo führt uns das denn jetzt hin? Ich glaube, ich penne heute mal hier an der Lagerstelle. Haben wir die Quest? Die Quest haben wir noch gar nicht angenommen, ne? Wie hieß sie denn jetzt? Wo war sie? Da war sie doch, ne? Hier. Da müssen wir nach oben hin. Dino möchte nicht nur an Steinen, sondern auch an seinem Können feilen. Doch die Sorte von Rohedelstein, die er dafür benötigt, kommt leider nur an einem sehr gefährlichen Ort vor. Wieder einmal liegt es an Noctis, dem aufstrebenden Juwelier zu helfen. Das wird doch interessanter. Wisst ihr was? Da hängen wir uns doch gleich mal ran. Und machen das für ihn. Aber ich glaube, dazu müssten wir jetzt erstmal schlafen. Es ist erst 21 Uhr. Da die Nacht zu warten ist, glaube ich, nicht wirklich sinnvoll. Schokobo kann ich hier nicht herrufen. Okay. Ich will eigentlich nicht so lange laufen müssen. So, also dann. Ja, aber. Und jetzt aber. Nein, nein, immer noch nicht. Jetzt. Moment, mein Kleiner, wo bist du da? So. Ich will Bubu machen. Ach, da ist sogar ein Trailer. Da hätten wir das auch gleich machen können, ne? Voll dekadent. Reicht schon. Kannst wieder verschwinden. Ich schlaf hier. So. Hat sich voll gelohnt. So, ich penne mal. Gibt zwar keinen wirklichen Erfahrungspunkte-Boost hier. Aber das ist auch nur sekundär. Primär ist, dass wir jetzt die Nacht überstehen und dann munter, flockig, frisch und sauber weitermachen können. Wirklich viel haben wir auch nicht gesammelt gehabt. Da wäre mal ein schönes Bild. Hier, das ist Freundschaft. Das speichern wir mal. Zack. Naja. Es gab ja auch nicht wirklich viel zu sehen, ne? War ein kurzer Tag. Hat man nicht so viel Zeit zum Fotografieren gehabt. Deshalb, das haken wir ab und setzen uns nochmal ganz schnell wieder in unseren Regal, ja? Und ihr wisst, was jetzt kommt. Es wird automatisch gefahren. Und zwar dort oben hin. Da können wir nicht direkt hinfahren. Können wir uns hier irgendwo anders hinbringen? Zu dem Parkplatz? Vespa-Spiegel-Parkplatz? Nein, nicht gerade. Wo ist denn der? Hier oben, ne? Da unten war er. Da will ich hin. Und von dort kommen wir dann auch relativ fix manuell zum Zielort, wo wir dann hoffentlich auch diese Quest dann vorantreiben können. Aber ich bin relativ optimistisch, dass das klappt. Ich hab gerade so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil die Folge besteht, glaube ich, jetzt zum Großteil nur aus Ladezeiten. Kann das sein? Also es ist mehr Ladezeit bisher gewesen als Spiel. Das ist echt schon ein bisschen fies. Aber na gut. Da muss man leider durch. Ist nicht immer nur alles hier großartiges Abenteuer, ne? Kämpfen und machen. Nein. Das ist hier die wahre Aufgabe, die wahre Herausforderung, das Überstehen hier. Dieses lange Nichtstun. Dieses lange Harren. Na gut, aber so ist das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich derzeit richtig krass auf die DLCs, die es noch für das Spiel geben soll. Ich habe zwar noch nicht mal den von Gladiolus zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, gemacht, aber das wird sich noch ändern irgendwann. Als nächstes kommt, glaube ich, Prompto raus und dann von Ignis. Und ich persönlich freue mich am meisten auf den DLC zu Ignis und seiner Story, die hinter ja seinem verlorenen Augenlicht steht. Da bin ich mal ganz gespannt, was ihm da widerfahren ist. In Altishia. So, nicht meckern, sondern weitermachen. So, das Wetter ist natürlich echt richtig pissig. Wir sind jetzt hier oben und müssen dorthin. Das heißt, Chocobo, die sind ja hoffentlich nicht wasserscheu, oder? Nee, die können ja auch schwimmen. Deshalb, ich glaube, das geht schon. Okay. Und wir sind jetzt hier am Vespa-Pool. Gehe ich hier am besten lang? Nee, ne?
Doch, ich kann hier schon so rum. Wobei, kann ich hier auch von der Straße gehen, ne? Dann gehe ich erstmal, folge ich erstmal der Straße hier weiter. Und gehe dann hier einfach mal lang. Aber das Wasser will ich jetzt nicht warten. Okay. Dann laufen wir hier mal durch die Sümpfe. Natürlich immer stets bedacht, dass wir den Gefahren erstmal aus dem Weg gehen, soweit es geht. Ja. Jawohl. Der Ort ist auch sicher nicht ganz geeignet zum Rohstoffe sammeln. Hoppala. Also ich denke, in dem Spiel lohnt es sich tatsächlich auch einfach nur durch die Welt zu warten, sich alles genauer anzugucken. Dann stößt man wahrscheinlich auch noch auf weitere Königsgräber, wie ich vermute, und so weiter und so fort. Also da habe ich mich jetzt noch nicht so für eingefunden, dass ich mich einfach nur so aus Laune hier durch die Wälder und so treibe. Aber das sehe ich auch so ein bisschen kritisch, das im Rahmen des Let's Plays zu machen, weil es dann einfach nach einer Zeit relativ schnell langweilig wird, denke ich. Das kann man natürlich jetzt auch bei der einen oder anderen Quest behaupten, dass die nicht wirklich spannend ist. Moment mal, ich will jetzt auch mal ein bisschen... Was ist denn da? Basilis guckt uns so ein jämmerliches Hühnchen an. Das lasse ich nicht zu! Was ist jetzt los? Was machst du? Was? Dankeschön! Ist nett von dir, aber trotzdem... Boah. Kükertress. Das sind also die Küken von dem kleinen Teil. So, erstmal schön die Kinder töten. Jawohl. So, und dann schön das Hinterteil penetrieren. So, prompt. Schießt das Hühnchen ab. Das ging daneben. Aber es ist niedergeschlagen, das ist gut. Das ist schon stärkeres Kaliber. Aber das schaffen wir schon. Wenn wir fleißig zusammen agieren. So, da gibt es auch gleich eine Cockatrice-Feder obendrauf. Die nutzen wir. Und was gibt's jetzt? Ein neues Rezept? Okay. Schön. Bringt uns jetzt nicht wirklich viel, weil er nicht mehr richtig kochen kann, aber ist auch egal. So, wo ist unser Chocobo? Den rufen wir mal. Komm herbei. Jawoll. Und darauf geht's nun weiter. Auf zum Zielpunkt. Und zwar im Chocobo-Galopp. Die Mineraliensammelstelle könnte man natürlich jetzt bearbeiten. Aber ihr kennt mich ja. Bin zuvor hier abzusteigen. Von meinem Chocobo. Und ich überlege gerade, können wir denn hier hoch? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir durch das Gebirge hier sollen. Ich glaube schon, ne? Ach ja, hier, guckt euch das mal an. Da sollen wir tatsächlich durch. Ja, und hier dann rechts rum, ne? Jawohl. Und da sind wir wieder im Mirrwald. Indem wir jetzt auf die Suche gehen müssen. Ach, hier waren wir noch gar nicht im Mirrwald? Echt nicht? Ich dachte, wir waren schon mal im Mirrwald. Ach du meine Güte. Das ist natürlich ganz schönes Ding, liebe Leute. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier schon im Mirrwald sind, dann beenden wir auch erstmal die Folge Mirrwald und machen das in der nächsten Folge. Dann passt das so ein bisschen besser, ja? Als wenn ich jetzt hier noch 50 Minuten Mirrwald-Erkundung ranhänge. Da werde ich ja blind. Nee, liebe Leute, das war's erstmal an dieser Stelle. Aber in der nächsten Folge geht's dann direkt rein hier in den tollen Wald. Und dann bin ich mal gespannt,
was wir hier finden. Wir haben jetzt ja zwei Quests. Wir sollen nicht nur den Rohdiamanten finden, sondern auch... Moment. Hier einen Gegner besiegen. Da, Level 36, das passt ganz gut. Und ja, liebe Leute, dann war's das an dieser Stelle. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Final Fantasy 15. Bis dann könnt ihr nochmal schön liken, kommentieren und machen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.